Am 25. Oktober fand in der Sparkassenzentrale der südlichen Weinstraße in Landau das Forum Ehrenamt statt. Die Veranstaltung stand unter dem Titel Digitalisierung gestalten, Markt der Möglichkeiten. Eingeladen waren ehrenamtliche Aktive, die sich über die vielen neuen Möglichkeiten im Bereich Digitalisierung informieren konnten. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter folgten dem Aufruf der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und der Versicherungskammerstiftung und tauschten sich hierzu intensiv aus. Im Mittelpunkt standen Projekte, welche beim Ideenwettbewerb Ehrenamt 4.0 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet wurden. Sie sollen gemeinnützigen Organisationen und Vereinen Beispiele geben und konkrete Hilfe sein und unter anderem helfen, die Ehrenamtlichen zum Beispiel bei Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft so dermaßen in allen Lebensbereichen. Und davon ist ganz banal auch das ehrenamtliche, bürgerschaftliche Engagement nicht ausgeschlossen. Aber wir wissen auch, dass es nicht für alle die gleichen Lösungen geben kann. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Es ist genauso falsch zu sagen, wir haben jetzt 30 Jahre lang mit Karteikarten gearbeitet und Telefonen. Warum soll es in die Zukunft nicht gehen? Es ist genauso falsch, das zu sagen, als sich Riesentools anzuschaffen, die teuer sind in der Anschaffung, die teuer sind in der Unterhaltung, in der Pflege. Nein, jeder muss sich Gedanken machen, was ist für mich geeignet. Und bei diesen Überlegungen, bei diesen Gedanken, da wollen wir Ihnen einfach helfen. Das Thema Ehrenamt, Bürgerbeteiligung, bürgerschaftliches Hauptredner Engagement. Bei der Veranstaltung war der Sozialpädagoge Benedikt Geier, der die Ehrenamtlichen mit auf eine Reise durch die digitalisierte Welt im Sozialsektor nahm. Dabei wurde der sinnvolle Umgang mit digitalen Medien diskutiert. Dort sind Sie teilweise als Leute, als Menschen, die vertreten für Vereine stehen, einfach Gatekeeper. Ja? Sie gucken, dass die Leute kommen, in dem Verein lange engagiert sind möglichst. Die Besucher konnten sich ebenfalls die im Ideenwettbewerb des Landes bereits ausgezeichneten Projekte anschauen und sich informieren. Viele innovative und spannende Projekte, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, Ehrenamt und Digitalisierung miteinander zu verbinden, wurden beim Forum Ehrenamt vorgestellt. Stifter Helfen ist ein IT-Portal, oder es ist eigentlich das IT-Portal für Hard- und Software-Spenden und Sonderkonditionen für Nonprofits in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Das IT-Portal soll Nonprofits dabei helfen, kostengünstig an IT zu kommen, damit das Geld, was man normalerweise dafür ja in relativ großen Mengen sonst zur Verfügung haben muss, eben nicht rein in die Infrastruktur fließen muss, sondern halt für die sozialen Zwecke oder für die eigentlichen Zwecke einer Organisation verwendet werden kann. Wir achten nicht nur darauf, dass die Älteren mit der Digitalisierung zurande kommen, sondern dass eigentlich jeder Bürger die Möglichkeit hat, digitale Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben und damit seine Lebenssituation zu verbessern. Und das ist genau der Sinn der Digitalbotschaft Nackenheim, die dann angefangen von Bürgersprechstunden physikalisch bis hin zu Videosprechstunden eben diese Bürger dabei unterstützt, ihr Leben, ihre schwierigen Situationen zu bewältigen. Wir sind ein soziales Startup aus der Hochschule Worms und wir entwickeln zurzeit eine Plattform für die digitale Vermittlung von Ehrenämtern hier. Die Gastgeber der Veranstaltung, die Versicherungskammer Stiftung Bayern und die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, betonten noch einmal die enorme Bedeutung des Ehrenamtes. Wir wissen, dass inzwischen fast jeder zweite Rheinland-Pfälzer oder jede zweite Rheinland-Pfälzerin sich in der einen oder anderen Weise ehrenamtlich engagiert. Und wir sehen, dass ohne dieses ehrenamtliche Engagement ganz vieles nicht laufen würde. Wir bieten die Plattform für gemeinnützige Organisationen, für Stiftungen, um sich auszutauschen, um hier gemeinsame Themen anzugehen, im Idealfall auch zu kooperieren. Das ist unsere Aufgabe.